wie es auf einmal langsam wurde. Oh! Von wo uns irgendwo? Ja. Ja, was will man machen? Und John meinte, ich bin ein Stümper. Nein, du nuschelst. Ach so, nein, ich nuschle, ja. Und Knolle will, dass ich noch mehr Leute beleidige. Weniger. Ach, weniger. Ah, okay. Übrigens, wir sind schon wieder auf Sendung. Ach so, verdammt. Hallo Menschen und herzlich willkommen. Mein letztes Video mit dem... Mit der Meinung zum Scav-Karma hat die Gemüter etwas erhitzt. Ich habe auch einige Kommentare dazu gekriegt. Einige Kommentare, die jetzt nicht speziell mit dem Scav-Karma zu tun haben, aber doch wichtig sind, möchte ich jetzt nochmal kurz nennen. Das ist ein Kommentar von John, der meint, ich soll meine Zähne auseinander machen beim Reden. Damit hat er vollkommen recht. Ich erwische mich selbst immer wieder beim Schneiden, wo ich denke, Mensch, Alter, mach doch mal das Maul auf oder sprich doch mal. Aber es ist manchmal so eine Situation, wo ich so eine angespannte Situation, wo ich dann so in mich gehe und denke, so mehr so zu mir selbst rede und mit mir selbst rede und wo man auch hören muss, gerade in Tarkov, wo was passiert und so. Und da möchte ich auch nicht so laut sprechen, weil meine Mitspieler da vielleicht auch was hören wollen, würden gern. Und ich, wenn ich dann so laut rede, habe ich immer so Angst, dass ich die übertrumpfe sozusagen. Aber auch hier gelobe ich Besserung und werde halt einfach mal lauter und deutlicher sprechen und meine Zähne mal ordentlich auseinander machen. Ein anderer Kommentar kam von Knolle. Knolle meinte, Matze, Mensch, bitte sag nicht dieses Wort. Und damit hat er vollkommen recht. Es ist zwar von mir nie persönlich gemeint, es ist nie der Mensch dahinter gemeint, der da steckt, sondern für mich immer nur der Charakter im Spiel selbst. So wie ich auch meinen Charakter halt Idiot nenne oder sowas. Und nicht sage ich Idiot, sondern der Idiot. Und dann Baustelle. Und dann Drogenbude. Wieso legt er sich ein hinter, Idiot? Ich frage mich immer noch, wie die anderen das machen. Ich gelobe auch hier Besserung und möchte mich jetzt schon entschuldigen, falls mir das doch mal wieder rausrutschen sollte. Bitte, bitte, bitte nicht persönlich nehmen. So, ein anderer Kommentar kam von Samsom und da muss ich ein bisschen drüber nachdenken. Habe mich dafür in einem beschaulicheren Ort zurückgezogen. Vielleicht wird Wittenberg, wie es sich anlässt mit seinem Regiment, den Bettlerdanz und Belzebubstanz kriegen, nachdem sie begonnen haben, die Frauen und Jungfrauen hinten und vorne zu entblößen. Der ist gut. Der ist ja richtig gut. Und niemand da ist, der straft und wehrt. Dadurch wird Gottes Wort verspottet. Glaube ich. Ja, genau. Nur weg aus diesem Sodom, oder? Oder vielleicht doch nicht. Jedenfalls, mein Herz ist erkaltet, sodass ich nicht mehr gern dort bin. Aber der ist gut. Ja, der ist ja... Der ist ja richtig gut. Freundschaft, euer Martin Luther. Was ich eigentlich da so zum Ausdruck bringen wollte, war, lieber Samsom, wenn du schon diesen Kommentar schreibst, dann schreib mir doch bitte auch gleich dazu, die Anhaltspunkte, auf was ich achten müsste oder so weiter und so weiter, das wäre schon wichtig. Ansonsten ist der Kommentar halt ziemlich nutzlos. Da ist der Kommentar von Michi halt schon 10.000 Mal besser gewesen. Der hat mir nämlich noch so ein paar Tipps gegeben, ja, auf was ich achten musste. Also beim nächsten Mal bitte darauf achten, sonst muss ich den Kommentar leider wegen Sinnlosigkeit löschen. So, ihr Lieben, jetzt aber viel Spaß mit dem Video und wir sehen uns. Bis dahin, tschüssi. Also ich höre gerade zu. Genau. Und das hat auch die Büsche ran und wurde abgestoppt. Just. Nicht dran gedacht, einfach nicht dran gedacht. Ich habe sie gemerkt, wie es auf einmal langsam wurde. Oh! Von wo uns irgendwo? Ja. Ich liege im Dreck, ich sehe nicht. War das weit weg? Was meint ihr?
Ich schmeiß mal eine Granate in die Richtung. Ich schmeiß mal eine Granate. Irgendwo sieht er mich. Aber ich sehe ihn nicht. Ich sehe noch nicht den Hund, da schießt er ins Gebüsch rein. Tiefgarage, ne? Bist du drin? So, jemand? Ne, ich bin tot. Scheiße. Alter, hinterm LKW. Lasst uns zurückrennen hier, schnell, schnell. Bisschen zickzack. Jetzt nicht blocken! Wer lebt jetzt noch? Wir. Gorki? Sorry, Gorki, ich wollte Sperrfeuer geben. Ja. Ist den? Nee. Im Gebüsch drüben, links. An diesen Loot-Scheiß. Ach so? Na, dann müssen wir uns jetzt irgendwie holen. Haben immer. Okay. Direkt vor da, wo die kleine Sporttasche steht. Tot. Was hat die F*** nun davon? War das nur der eine? Weiß ich nicht. Ich hab nur den gesehen. Wo genau? Hier, wo ich jetzt bin. Ah, okay. Da vorne. Dort. Okay, ist ganz tatsächlich hinterher gerannt. Oh, Achtung, Matze. Ist da noch einer? Na, hier wird geschossen. Ich dachte jetzt vielleicht auf dich. Ja, ich hab's selbst gehört. Au! Down. Ja, nice. In der Tiefgarage schießt noch einer auf mich. Okay. Ja, ich komm mit zu dir auf die Seite rüber, Matze. Ich seh's. Wo ist der Matze? Rechts? Ich seh ihn nicht. Ich werf Granate. Schmeiß die rein in die Tiefgarage. Das ist eh bloß ein Blitzmauer. Pass auf, dass du uns nicht blendest. Ich bin genau hinter der Wand. Ich komme von rechts in die Tiefgarage. Ganz rechts, oder was? Ja, rechts. Da hat einer um die Ecke geguckt gerade. Oh, ich bin tot. Ich bin tot. Ich hab TTV garantiert. Ich sehe keinen. Hä, warum sehe ich niemanden? Ich sehe links. Also wenn du auf das Gebäude guckst. Ach, der ist jetzt raus, ne? Wer ist ich bin, der Garage? Ich bin vorne an der Garage. Du läufst jetzt gerade zurück. Ich laufe zurück, wo wir gerade waren, ja, genau. Ah, okay. Super, gerade das letzte Mal, als ich wusste, wo du bist, warst du neben mir. Und ich muss mal kurz nachklippen. Gib mal Obacht, dass keiner kommt. Happen. Sehr happen. Schön. Oh, da ist noch einer. Da ist noch ein. Alter, what the fuck? Wo kommen denn die alle her? Das gibt's doch gar nicht. Ich weiß es nicht. So, Gorki, wo bist du? Ich bin ganz hinten Richtung Mauer, wo du vorhin warst. Ah, okay. Hinter so einem Baum bin ich. Aha. Soll ich mich mal zur Garage schleichen? Ja, mach das. Die sind ja drin, oder? Na, einer ist doch drin, ja. Wie viel sind das hier, Alter? Der muss jetzt irgendwo weiter rechts sein, würde ich sagen. Also näher, also wenn du drauf zuläufst, direkt dort irgendwo in der Garage. Ich versuche mal, ob ich ihn vielleicht höre, wie er drinnen sich bewegt, um ihn zu lokalisieren. Steppt. Springt. Was springt? Springt auf irgendwas drauf. Okay, er würde wahrscheinlich High Ground erreichen. Und eine bessere Posi. Okay. Er scheint rechts dann auf irgendwas zu sitzen, weißt du? Wenn man reinkommt. Ja. Aber dann wechsle gleich meine Position. Was doof ist, ich kann. Ich laufe jetzt mal weiter. Ich laufe jetzt mal weiter oben an der Wand lang. Okay. Dass ich weiter nach rechts reingucken kann. Bin jetzt an diesem Duffelback. Ja. Doof ist, ich kann nicht um die Ecke, weil da war so ein Zaun, glaube ich, oder? Da ist ja noch der Zaun, ja. Ah, das ist richtig kacke. Dieser Zaun. Ah, warte, da ist er doch, oder?
Ja, ich habe bewegt sich? Ja, ich habe ihn einmal getroffen, glaube ich. Mhm. Der hat einen Penishelm auf. Okay. Oh. Was denn? Verdurste. Ich krieg verschwommenen Blick. Echt, ja? Mhm. Das ist nicht gut. Da musst du was trinken. Ich hab nichts. Gorki, wie sieht's aus? Ich würde dann Painkiller nehmen und dann würde ich versuchen zu pushen den Hund. Okay, dann komme ich zurück. Probiere hier noch diese eine Leiche. Mhm. Mal anzuschauen. Gucken, ob ich den hier irgendwo noch sehe. Ne, sehe ich gerade nicht. Okay, dann komme ich jetzt zurückgerannt. Hast du den noch dort gehört jetzt? Ne, er ist ruhig. Ich nehme Painkiller. Okay. Warte, die Frage ist, an welchem Baum war ich gerade? Hier war ich. Irgendwo hier vorne ist doch. Hat doch eine Leiche. So, ich kann nicht mal länger warten, ich verliere Gesundheit. So. Ja, dann. Ja, ich finde die Leiche jetzt gerade nicht, die hier lag. Das nervt mich gerade, weil die wollte ich angucken. Bei mir in der Leiche Matze ist, hab ich Wasser drin. Okay. Da müssen wir den Hund töten. Hast du hier in den Stashes geguckt? Nee. Nee, ne? Okay, warte, ich guck für dich. Nee, leider nichts mehr. In dem nicht. Warte, ich gucke mal her zu der Leiche, die ich erschossen habe. Ja. Hier vorne lag da auch noch irgendwo eine Leiche. Oh, der hat die goldene DD. Oh, ich kann die nicht in den Gamma packen. Also, nee, da passen keine Waffen rein. Das ist doch jetzt aber nicht neu. Ja, aber ich denke, ich versuch's hier das mal. Okay, nehme ich denn seine Weste? Zu essen hat er nichts. Ah ja, das ist die Leiche, wo du jetzt dran liegst, Matze. Was die meinte ich. Okay. Ach so. Ja, die habe ich jetzt vorhin gesucht eigentlich. Achso, da vorne war noch einer. Ah ja, alles gut. Da musst du vor mit deinem. Hm. Hast du jetzt was zu trinken? Nee. Wie viel hast du noch? Ich hab 0. Ich bin auf 0. Oh, warte, dann gebe ich dir erstmal meins. Liegt. Ah, merci. Cool. Ich krieg nämlich schon gut Schaden rein hier. So, ich heile mich noch schnell hoch. Mhm. Bist du links? Ich bin an der Wand. Ah, okay. Gut. Warum? Weil ich da Steps hier hatte. Also mich hörst du nicht steppen, definitiv nicht. Doch, ich hab gehört. Du läufst jetzt. Nee, da läuft einer an den Stages. Das ist der Typ wahrscheinlich, der sucht dich. Der ist jetzt in dem Zelt, ne? Da läuft einer. Gesilenced. Nein, wie das denn, Alter? Ich hab'n. Sehr gut, ich bin auch noch tot. Nein. Das war der Typ wahrscheinlich jetzt. Okay. Wie ist der? Lass mal eben gucken. Matthew, so, ja, 21. Wie viel? Matthew. Okay.
War er das? Nee, mich hat ein TTV getötet. Sirklack TTV. Ja, genau. Wie? Sirklack, den habe ich erschossen und noch einen anderen, aber den, seine Marke habe ich nicht gefunden. Also den, da liegt noch irgendwo Cory. Da, wo du, wo der Typ jetzt ungefähr, dort muss der andere auch noch rumliegen. Den sein Mate? Mhm. Lebendig oder was? Bugshot, Alter. Ja, jetzt bin ich tot. Jetzt kriege ich von irgendwo. Oh, scheiße. Ich bin jetzt voran. Da ist der Idiot wahrscheinlich immer noch drin. Ja, irgendwo. Mhm.